Vielleicht erzähle ich mal kurz zur Vorgeschichte, wie es dazu kam, dass ich dieses Buch überhaupt in Angriff genommen habe. Ich habe vor vielen Jahren bei einer Ausstellung der Wiener Festwochen, da ging es um Freud und die Vorgeschichte zu Freud, hatte ich den Auftrag und die Aufgabe, den Bereich empirische Psychologie des 19. Jahrhunderts vorzubereiten. Und dazu zählt unter anderem auch die Arbeitswissenschaft, dazu zählt die ganze Entwicklung dessen, was wir heute als empirisch oder überhaupt als Psychologie kennen, also diese messenden Verfahren etc. Das war 1998, also wirklich schon lange her. Ich habe damals sehr, sehr viel gelesen dafür, auch eben so richtig schöne alte Schmöker auf der Unibibliothek und habe das dann zwar nicht vergessen, aber es trat dann in den Hintergrund, weil ich beruflich einfach anders organisiert war. Und ich bin dann im Verlauf dieser MBSR-Ausbildung und dann auch im Weiteren, also MSC und EMP, also Interpersonal Mindfulness und Mindful Self-Compassion. Und mit der Lektüre all dieser vielen Bücher oder sagen wir mal all des übertrieben eines Teils dieser vielen Bücher zum Thema Achtsamkeit, ist mir immer wieder so wie Schluck auf diese alte Ausstellung eingefallen. Und ich bin dann dem nachgegangen und stellte fest, dass das tatsächlich das eine mit dem anderen etwas zu tun hat. Also das ist sozusagen mein eigener Hintergrund. Um irgendwie den Vortrag zu gliedern, damit Sie im Vorfeld schon eine Vorstellung haben, ich möchte ein bisschen was über Achtsamkeit in der buddhistischen Tradition sagen. Und ich denke, da gibt es sicher besser, wie soll ich sagen, ausgebildete Expertinnen und Experten hier. Aber ich denke, das ist mal wichtig, einfach um das einzuführen. Dann möchte ich kurz was sagen zu zeitgenössischer Achtsamkeitsentwicklung. Und der dritte Punkt ist dann, wie konnte dieser Transfer überhaupt funktionieren? Also Achtsamkeit in der buddhistischen Tradition, sowohl Sati als auch die Mahayana-Position, wobei ich dann nur eine rausnehme, nämlich die Zen-Tradition. Achtsamkeit zeitgenössisch, auch da nur zwei Positionen, Thich Nhat Hanh und Jon Kabat-Zinn und ein Blick auf die gesellschaftliche Anwendung und zum Schluss dann eben, wie konnte dieser Transfer funktionieren? Das kurz gesagt, Aufmerksamkeit ist eine Schlüsselqualifikation in der Industriegesellschaft und auf diese Aufmerksamkeitsstrategie oder Aufmerksamkeitsanforderung kann sich dann Achtsamkeit draufsetzen und sich das dann verschieben. Eine wichtige Voraussetzung ist auch die Modernisierung des Buddhismus und dann eben eine Veränderung operationelle Definitionen statt Metaphern. Gut, alles Weitere in der Folge. Der Beginn dieser Praxis, wie man das immer das jetzt nimmt, da kann man andere verschiedenste Beginne nehmen, aber ich möchte jetzt einfach diese Geschichte nehmen, wie Buddha, als er wahrnimmt, dass er mit seiner Meditationspraxis, mit seiner Extremen nicht weiterkommt, sich erinnert an eine Erfahrung als Kind, wo er unter einem Rosenapfelbaum in aller Ruhe gesessen ist und eine tiefe Ruheerfahrung gemacht hat und aufgrund dessen dann diese Praxis weiter verfolgt, die dann im Satipatthana Sutra zum Beispiel schwer ausgeführt wird, aber nicht nur in diesem. Wobei das Satipatthana Sutra ja nicht nur beschreibt, wie man den Atem wahrnimmt, sondern es geht um die Gesamtexistenz eines Menschen. Das heißt, alles, was Körperlichkeit anlangt, alles, was Gefühle anlangt, Bewusstsein, Objekte des Bewusstseins. Das wissen wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören, sehr genau, beziehungsweise können das dann berufene Personen auch noch ausführen. Wichtig für meine Untersuchungen war die Wahrnehmung, dass es eigentlich keine wirklichen Definitionen gibt, so in unserem heutigen Sinn,
sondern dass es Metaphern gibt, die umschreiben, was Achtsamkeit ist. Also eine, die mir sehr gut gefällt, ist die vom Kuhhirten, der im Frühjahr aufpassen muss, dass die Kühe nicht auf den Feldern das frische Gemüse abfressen und im Herbst, wenn die Felder abgeerntet sind, dann einfach unter einem Baum liegen kann und den Kühen eine große Weide geben kann. Oder auch der Wächter im Stadttor, der aufpasst, ob das nur die berufenen Personen, also die Leute, die da wirklich in die Stadt rein dürfen, reingehen. Oder auch die Zähmung eines wilden Elefanten, der eine ganze Weile braucht, bis er an den Pflock gebunden zur Ruhe kommt und sich eben als gezähmter Elefant dann auch in den Dienst von Menschen stellen lässt. Ein anderes Beispiel ist der Chirurg mit einer Sonde. Diese Beispiele sind ja alle aus einer sehr frühen Zeit, also man kann sagen Eisenzeit, im Gangesgebiet. Da gab es aber tatsächlich eben schon, was man meistens nicht so weiß, chirurgische Instrumente, und so eine Sonde hat dazu gedient, um eine Wunde zu untersuchen, ob da vielleicht irgendwas drin ist, was raus soll. So etwas gibt es heute auch noch, aber eben der Chirurg mit der Sonde ist ein Beispiel. Und ein Beispiel, ein anderes Beispiel, eine andere traditionelle Metapher für Achtsamkeit sind die sogenannten Bambusakrobaten, also Akrobaten, die einerseits aufeinander angewiesen sind mit ihren Bambusrohren und Pyramiden, die sie da bauen. Auf der anderen Seite funktioniert das aber nur, wenn sie auf sich selbst achten und nicht auf den anderen, sondern zunächst mal selber schauen, dass sie gut stehen. Das sind so klassische Metaphern. Da gibt es natürlich noch viel mehr, aber ich habe die einfach als Beispiele herausgenommen. Das Wort Achtsamkeit ist eine Übersetzung, die das erste Mal im Deutschen verwendet wurde von Karl Eugen Neumann. Zunächst einmal als ganz allgemeiner Ausdruck für alle Formen von buddhistischer Meditationspraxis. Man muss dazu sagen, dass Neumann mit seiner Übersetzung Anfang des 19. Jahrhunderts ja wirklich auch sprachlich Neuland betreten hat. Man wird diese Übersetzung heute eher als antiquarisch interessant lesen, aber sie betritt wirklich sprachlich Neuland, und für Meditationspraktiken wusste er eigentlich nicht, was er da jetzt verwenden soll. Also hat er Achtsamkeit genommen, und Achtsamkeit war um diese Zeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19., ein Wort, das man zwar gekannt hat, aber kaum verwendet hat, und wenn, dann eher in der Form von unachtsam, wobei unachtsam jemand ist, der unhöflich ist und auf andere keine Rücksicht nimmt. Und dieses Wort hat er verwendet für alle Formen von buddhistischer Meditationspraxis. Und erst Nyanatiloka hat im buddhistischen Wörterbuch dann, das war Anfang der 50er Jahre, wo es veröffentlicht wurde, hat er dann die heute geläufige Festlegung auf Sati sozusagen verankert, und heute wird Achtsamkeit ausschließlich für das Wort Sati verwendet. Und das übersetzt er eben mit ganz verschiedenen Begriffen und keineswegs nur mit der Fähigkeit, im Augenblick zu sein, wie das häufig in durchschnittlichen Achtsamkeitsbüchern, in durchschnittlichen Achtsamkeitsbüchern dargestellt wird. Ganz im Gegenteil muss man sagen, es ist eine sehr komplexe Geschichte. Die Faktoren von Achtsamkeit, Akinchano Weber hat versucht, mal so eine Liste zu machen, was alles Faktoren von Achtsamkeit sind. Und da gehört zum Beispiel dazu eine absichtsvolle Lenkung der Aufmerksamkeit. Aber es gehört auch sowas wie Wachheit oder die Fähigkeit und die Absicht, in Resonanz zu treten. Auch, dass man bei der Übung bleibt. Er nennt das Haftvermögen. Eben die Intention, mit der man das macht, und auch der Einsatz. Gleichzeitig aber auch eine Reflexion, ob diese Übung überhaupt so, wie sie gemacht wird, angemessen ist. Also sozusagen immer ein gewisses Feedback für sich selber. Besinnung und Geistesgegenwart sind dafür erforderlich, und vor allem sind natürlich ganz wesentliche Übungsfaktoren, dass man sitzen bleibt, das heißt zeitliche Kontinuität,
und auch räumliche Stabilität. Wobei Gehmeditation auf diese Weise natürlich auch eine Art von räumlicher Stabilität hat. Also man sieht, es ist eigentlich ein recht komplexes Feld, dieses Achtsamkeitsüben, wo man mit europäischen Maßstäben oder europäischen Vorgaben und Beschreibungsformen doch sehr viel Verschiedenes herausholt. Ich möchte ganz kurz nur darauf eingehen, dass es natürlich im Mahayana-Buddhismus andere Formen von Achtsamkeitspraxis gibt. De facto hat das Wort Achtsamkeit ja innerhalb der Übersetzungen im deutschen und englischen Sprachraum eigentlich erst ab den 70er Jahren überhaupt ein breiteres Publikum gefunden. Und daher ist im Zen-Kontext zum Beispiel Achtsamkeit praktisch kaum je erwähnt. Man kann sagen, dass es im Mahayana-Zusammenhang auch einen anderen Schwerpunkt der Achtsamkeitspraxis geben kann. Also etwas, was man nicht dualistische Achtsamkeit nennen könnte. Also eine Achtsamkeit, die sich, und da stocke ich natürlich, weil das immer wieder ein Problem ist, wie man das beschreibt, so einfach, eine Achtsamkeit, die sich nicht an einem Gegenstand festmacht, um das mal so zu beschreiben. Falls da Bedürfnis besteht, kann man das gerne diskutieren. Man kann das auch mit dem Wort, das Shunryu Suzuki so populär gemacht hat, mit Anfängergeist vielleicht gut übersetzen. Also so wie ein Kind, wie ein kleines Kind, Dinge das allererste Mal sieht. Wenn Sie mal ein Baby beobachtet haben oder ein ganz kleines Kind, wenn das was entdeckt, dann weiß dieses Kind nicht, dass das ein Objekt ist, das ihm vis-à-vis ist, sondern das lässt sich einfach drauf ein. So viel mal ein kurzer Überblick über das, was Achtsamkeit als Bedeutungsfeld ausmachen kann. Das ist, wie gesagt, nur sehr kurz und würde allein mindestens ein Semester Studium erfordern, aber das ist nicht der Zweck der Übung hier. Wenn man schaut, wie Achtsamkeit in die Gegenwart gekommen ist, dann wird man, oder nach sozusagen dem sogenannten Westen gekommen ist, dann trifft man als erstes mal auf Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh hat sehr früh für sich diese Achtsamkeitspraxis entdeckt, aber nicht jetzt in einer Situation der, wie soll ich sagen, zur klösterlichen Ruhe, sondern in einer Situation, in der er einerseits mit seinen Aktivitäten gegen den Vietnamkrieg oder korrekter noch für die Opfer in Vietnam, für die Menschen versucht hat, denen zu helfen, auch mit dieser Schule für Sozialarbeit, die er gegründet hat und dann auch mit dem Orden Interbeing. Und in dieser Zeit, und zudem kam er auch selbst in eine persönliche Krise und hat in dieser Zeit die Achtsamkeitspraxis für sich entdeckt und geübt. Und das hat ihm offensichtlich sehr weitergeholfen. Und er hat auch so diese ganz spezielle Form der Gehmeditation und auch diese speziellen verbalisierten Formen für sich entwickelt. Das Buch, mit dem Achtsamkeit zuerst einmal bekannt wurde hierzulande, heißt sowohl sagen wir im nordatlantischen Raum, das beschreibt es am besten, ist The Miracle of Mindfulness. Und dieses Buch habe ich selber, muss ich sagen, sehr lange für irgendeine eigentlich idyllisch nette Beschreibung gehalten. Bis ich dann vor einiger Zeit draufgekommen bin, dass das keineswegs so ist, dass das auch nicht geschrieben war für irgendwelche Westler, die nach Erholung suchen, sondern ganz im Gegenteil, das Buch wurde geschrieben im Exil bereits, aber für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für seine Freundinnen und Freunde in Vietnam, um ihnen zu helfen, in dieser krisenhaften Situation das Gleichgewicht zu behalten. Und erst und dieses Buch ist dann im Westen rezipiert worden und hat eigentlich das erste große Interesse an Achtsamkeit
bewirkt. Wobei natürlich interessant ist, wieso kann ein Buch, das für Menschen geschrieben ist, die in einer Kriegssituation sind, in einer Zivilisation, in einer Gesellschaft, die zumindest im Großen und Ganzen sehr friedlich unterwegs ist, so Widerhall finden? Das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Wirklich populär geworden ist Achtsamkeit als Terminus dann durch Jon Kabat-Zinn, der begonnen hat als junger Mann in den späten 60er Jahren, wie sehr viele Leute damals, mit Meditationspraxis, zunächst mit Zen und dann mit Vipassana, und dann die Idee hatte, dass er für seine Patienten, und er hat damals in einer Klinik gearbeitet, die für austherapierte Patienten war. Und austherapiert heißt ja leider nicht, dass man gesund ist, sondern im Gegenteil, austherapiert heißt, die Ärzte wissen nicht, was sie machen sollen. Und in diesem Zusammenhang hat er gedacht, es könnte, nachdem ihm die Übungen helfen, könnte das auch den Leuten helfen. Und er hat dann ab den 1980er Jahren, Anfang der 80er Jahre, ein Programm entwickelt, also dieses Curriculum, das heute MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, heißt. Und 1990 wurde das Buch veröffentlicht. Das hat zunächst nur Widerhall gefunden in buddhistischen Kreisen, soweit ich das verfolgen konnte, ist aber dann sehr rasch interessant geworden, unter anderem durch den Umstand, dass man um diese Zeit sehr viel investiert hat von staatlicher Seite auch in Gehirnforschung und plötzlich eine ganze Reihe von Forschungspapieren entstanden sind, die sich in der Zwischenzeit vermehrt haben. Ich habe mir das angeschaut, Anfang der 80er Jahre hat vor allem Kabat-Zinn selber publiziert, da sind im Jahr vielleicht zwei Publikationen erschienen. Wenn man sich anschaut, heute erscheinen circa zwei pro Tag Publikationen. Also es ist ein unglaublicher Boom der Publikationen. Man wird sehen, wie lange das hält. Es liegt in der Natur eines Booms, auch wieder abzuflachen. Aber jedenfalls hat dieses MBSR-Curriculum einen enormen Einfluss gehabt. Und man findet heute eine Menge von Biotopen innerhalb der Gesellschaft, in denen Achtsamkeit eine Rolle spielt. Biotope deswegen, weil unsere Gesellschaft ist ja sehr stark segmentiert. Das heißt, wenn Sie heute in der Früh weggehen, dann sind Sie noch ein Familienmitglied. Wenn Sie ins Büro gehen, sind Sie im Büro. Wenn Sie mit den Freunden oder Freundinnen dann nachher was immer auch unternehmen, ist das Freizeitaktivität und am Abend vielleicht dann doch wieder Familie. Also es ist sehr kompartmentalisiert. Man hat so einzelne Slices sozusagen, einzelne Abteilungen, in denen man sich bewegt. Untertags, und zwar funktionelle. Und insofern hat eben Achtsamkeit in verschiedenen Kontexten heute eine funktionelle Anwendung gefunden. Wobei das klassische Biotop sozusagen ist Spiritualität, weil es gibt praktisch keine spirituelle Praxis, die, egal jetzt in welcher Religion, die ohne Achtsamkeit auskommt. Wobei man da hier auch nochmal diskutieren kann, ob das in welcher Weise das Achtsamkeit heißt. Aber das ist ein anderes Thema. Ein wichtiges Biotop, historisch, aber auch zeitgenössisch, ist die Idee, dass in Menschen mehr steckt als nur eine Person, die arbeitet und konsumiert. Also dieses Human Potential Movement und heute an den amerikanischen Unis vor allem Contemplative Psychology and Contemplative Science. Das ist ein eigenes Biotop, in dem versucht wird, Wissenschaft und Naturwissenschaft und spirituelle Traditionen zu verbinden. Ein ganz wesentlicher Bereich ist Achtsamkeit für Arbeit und Freizeit in unterschiedlichsten Formen. Also Arbeit heißt, man findet, also in den Kursen zum Beispiel, die ich gebe, kommen Menschen, die einfach von ihrem Arbeitsleben vollkommen überfordert sind. Und
versuchen, über Achtsamkeitsübungen in irgendeiner Form wieder Boden zu kriegen, was, wenn sie sich bereit finden, dazu zu üben, auch gelingt. Umgekehrt gibt es im Bereich Freizeit, also ich habe mal so geschaut, es gibt achtsames Fahrradfahren, eigentlich sollte sich das eh von selbst verstehen, aber es gibt auch achtsames Stricken, es gibt achtsames, ich weiß nicht, also man kann Achtsamkeit mit circa allem kombinieren, auch achtsames Wein trinken, wobei eine Weinverkostung, als Österreicherin darf ich das ja sagen, also eine Weinverkostung ohne Achtsamkeit auch nicht funktioniert, weil das wird dann eine Besäufnis. Gut, ein weiterer großer Bereich, ein weiteres Biotop ist Pädagogik und Pflege. Also Pädagogik, sowohl Achtsamkeit für Schüler und Schülerinnen als auch für das Lehrpersonal. Dem kann man jetzt aus meiner Sicht Verschiedenes, vor allem wenn es um die Schülerinnen und Schüler geht, bin ich nicht so sicher, ob eine Verschulung der Achtsamkeit wirklich hilfreich ist, aber das steht auf einem anderen Blatt. Und Pflege, es ist, glaube ich, eine Binsenweisheit, dass Spitäler und überhaupt Pflege von kranken und alten Personen ein unglaublich anstrengender Beruf ist und von daher gibt es da ein großes Potenzial. Ein weiteres Biotop ist Lifestyle, also eben Achtsamkeit für ein besseres Lebensgefühl, Achtsamkeit für eine bessere Selbstdarstellung. Da gibt es erstaunliche Dinge, also was es alles gibt. Dann gibt es natürlich auch Achtsamkeits-Apps. Das ist ein Geschäft im zweistelligen Millionenbereich. Das wird vor allem, Achtsamkeits-Apps werden nach meiner Wahrnehmung vor allem von jüngeren Leuten wahrgenommen und benutzt, einfach als Unterstützung. Auch da lässt sich natürlich die Frage stellen, wie nachhaltig oder wie hilfreich das ist, aber jedenfalls wird es als hilfreich wahrgenommen. Und ein letztes Biotop ist Achtsamkeit in der Ökonomie. Da muss ich sagen, habe ich eigentlich ein bisschen die Bewegung um ein nachhaltiges buddhistisches Wirtschaften im Auge gehabt. Aber ich bin gerade heute über jemanden gestolpert, der aus irgendeiner Zen-Ecke kommt und sich aber als Finanzberater und Meditationslehrer darstellt auf seiner Website. Also auch diese Seite hat das, wie investiert man besser mit Hilfe von Achtsamkeit. Also man sieht, Achtsamkeit ist eigentlich von dem, was es Anführungszeichen original gemeint war, also nun wahrlich weit entfernt. Und ich denke, man kann mit einigem Recht annehmen, dass sich die Perspektive auf Achtsamkeit und auch die Frage, was da eigentlich geübt wird, sehr verändert hat. Weil zum Beispiel, wenn Achtsamkeit auch vom Militär verwendet wird, ist die Frage, was machen die da eigentlich? Gut, die Frage ist, wie kann aus einer traditionellen Meditationspraxis ein modernes, mentales Allround-Projekt werden? Und in diesem Zusammenhang ist eben meine frühere Beschäftigung mit empirischer Psychologie, aber auch mit der Geschichte des Buddhismus zum Tragen gekommen. Kurz gesagt, gibt es einfach sowas wie eine Willkommenskultur. Auf der einen Seite eine Industrialisierung des Bewusstseins, wo Aufmerksamkeit ein ganz wesentlicher Faktor ist. Auf der anderen Seite eine Modernisierung des Buddhismus, die den Buddhismus nahe zur Naturwissenschaft bringt, in ein Nahverhältnis oder womöglich sogar als naturwissenschaftliche Religion darstellt oder naturwissenschaftskompatibel. Und das führt dann dazu, dass Achtsamkeit von Metaphern zur Definition umgebaut werden kann. Beginnen tut das Ganze mit der Feststellung, dass Maschinen, die Bedienung von Maschinen, Aufmerksamkeit erfordert und dass die Leute müde werden. Und man hat aus diesem Grund dann im 19. Jahrhundert begonnen zu erforschen, wann hört die Aufmerksamkeit auf und wie ist das mit der Müdigkeit. Und hat dann
eben den, zum Beispiel so einen Ergographen erfunden. Das ist eine Maschine, wo ein Gewicht an einem Finger hängt und man muss dann dieses Gewicht mit dem Finger in die Höhe ziehen. Und das Ganze ist an einen Kurvenschreiber angebunden, sodass man sehen kann, wann die Ermüdung einsetzt. Dieser Angelo Mosso war Sohn eines Tischlers und hat dieses Ding selber gebastelt. Und diese Art von Forschung ist de facto bis heute ein wesentlicher Teil des Arbeitslebens, sowohl in der Forschung als auch in der Anwendung, weil die Maxime dahingehend ist, dass es gut ist, mehr zu arbeiten. Also eine leichte Überforderung ist das Ergebnis gewesen dieser Arbeitsforschung. Eine leichte Überforderung führt zu mehr Leistung. Das wird zum Beispiel angewandt bei Fließbändern, aber auch sonst. Auch das führt jetzt zu weit, aber wichtig ist, es gibt so, interessant war bei dieser Frage nicht, wann wird jemand müde und wann braucht er Ruhe, sondern die Frage war vielmehr, wie kriegt man jemanden zu mehr Leistung? Das war die eigentliche Frage und ist die eigentliche Frage aller Arbeitsforschung. Das heißt, mit anderen Worten, Aufmerksamkeit wurde gefordert. Nun war es aber gleichzeitig so, durch die Industrialisierung und auch durch das Zusammenleben in Städten, waren diese üblichen Formen der Freizeitgestaltung auf den Dörfern, wozu gehört hat, wilde Tanzveranstaltungen, gelegentlich auch ordentliche Besäufnisse, Prügeleien und so weiter. Das war einfach nicht passend, wurde auch tatsächlich im Laufe des ausgehenden 19. Jahrhunderts immer mehr verboten von Staats wegen. Und es traten neue Unterhaltungsformen auf den Plan, die der Zerstreuung dienten. Also man hat einerseits die Aufmerksamkeit als Fokussierung und das Bild ist tatsächlich, das verwendet wird, Aufmerksamkeit ist eine Linse, durch die man etwas genauer anschauen kann, weil es gab auch eine Diskussion um Aufmerksamkeit. Und die Zerstreuung, auch Zerstreuung funktioniert übrigens über Linsen, war zum Beispiel hier das Kaiserpanorama, das war so ein Fotovorführding, ein Vorläufer des Kinos. Und das Kino dann wenig später wird ja dann relativ rasch populär. Also um 1900 gibt es bereits Filme und es wird dann zunehmend zu einem Massenunterhaltungsmittel, um sich zu zerstreuen. Das heißt, die Frage ist jetzt nicht mehr, hat man Muße und erholt sich, sondern man hat eine gebündelte Aufmerksamkeit und man hat eine Zerstreuung. Und das Ganze führt natürlich zu einer durchschnittlichen Beanspruchung. Da ließe sich noch einiges sagen, da schaue ich mal auf meine Uhr und stelle fest, ich versuche mich kurz zu halten. Tatsächlich führt dieser Fokus auf Leistungssteigerung, aber im Endeffekt und im Verlauf eines Jahrhunderts zu Stress und Burnout. Diese Geschichte jetzt auch noch nachzuzeichnen, verbiete ich mir, wiewohl ich doch anmerken möchte, dass ich in diesem Punkt, also in der tendenziellen Überforderung und auch in der Anpassung des Menschen an Maschinen, der Kapitalismus, der Marxismus und der Nationalsozialismus nicht unterschieden haben. Die haben alle darauf geachtet, dass die Maschinen den Takt dominieren und die Menschen an die Maschinen angebunden werden sozusagen. Burnout ist bekanntlich seit 2019 im ICD die als mögliche Krankheitsursache verankert, wobei aber nur Stress am Arbeitsplatz akzeptiert wird. Ich finde das ein bisschen unfair, weil tatsächlich Stress in der Familie durchaus mindestens genauso heftig sein kann. Aber gut, auch das ist eine andere Diskussion, wie weit Frauen und Frauenbelange, Care-Arbeit, also wirklich Care-Arbeit, da berücksichtigt wird im allgemeinen Bewusstsein. Aber wie gesagt, anderes Thema. Kurz zur Modernisierung des Buddhismus und der Achtsamkeitspraxis. Man hat in Europa wenig gewusst von Buddhismus.
Also es gab sehr früh Kontakte, aber wirklich bekannt wurde der Buddhismus eigentlich über den Kolonialismus, über die englische Kolonialherrschaft. Und einer der ersten, der sich damit angefreundet hat und begeistert war, war Schopenhauer. Wobei in seiner ersten Auflage von Die Welt des Wille und Vorstellung er den Buddhismus und die brahmanische Tradition gleichsetzt. Also er kann das nicht unterscheiden. Erst wie dann 1844 die erste Einführung im Buddhismus erschienen ist, hat er dann in der zweiten Auflage seines Buchs das genauer festgehalten. Das hat aber keine weiteren Auswirkungen gehabt auf die Begeisterung, mit der Intellektuelle und Künstler, Fußnote zum Beispiel Richard Wagner, sich an seinen Überlegungen, angehängt haben. Und das Interesse am Buddhismus war über wesentliche Phasen eine Sache wirklich der intellektuellen Avantgarde und der Leute, die auch geforscht haben, wobei die Forschung in Sachen Buddhismus so war, dass man eigentlich nur die Texte gelesen hat und vollkommen ignoriert hat, dass es auch real existierende Menschen gibt, die das auch praktizieren, was zu einer Fülle von Missverständnissen geführt hat, die man erst in den letzten Jahrzehnten langsam aufarbeitet. Die Missverständnisse betreffen sowohl das allgemeine Publikum als auch die Universitäten. Aber das ändert sich jetzt eben langsam. Faktum ist aber, dass der Buddhismus von Gebildeten als eine bessere Alternative zum üblichen Christentum erlebt wurde und wahrgenommen wurde. Und unter anderem eben auch von Helena Petrovna Blavatsky und Henry Steele Olcott, den beiden Gründern der Theosophischen Gesellschaft. Auch dazu wäre viel zu sagen, weil die Theosophische Gesellschaft de facto für die mentale Konstitution bis heute einen wesentlichen Beitrag geleistet hat und meistens unterschätzt wird. Aber sei es drum, die beiden jedenfalls sind begeistert vom Buddhismus, fahren nach Sri Lanka und konvertieren dort in aller Öffentlichkeit zum Buddhismus, was eine auch antikoloniale Handlung ist. Und Olcott im Speziellen unterstützt die buddhistische antikolonialistische Bewegung, unter anderem indem er erstens Schulen finanziert, aber zum Zweiten auch seinen buddhistischen Katechismus schreibt. Es gibt dann später noch ein anderes Buch von Paul Kaus, das heißt Gospel of the Buddha. Man merkt an beiden, dass da dieser Bezug aufs Christentum im Titel drin ist, einerseits, und zum anderen sind beide Bücher bestrebt, Buddhismus als eine rationale und mit Naturwissenschaft kompatible Religion darzustellen. Was in der Zwischenzeit dann auch von den Menschen, zum Beispiel in Sri Lanka, so aufgenommen wurde. Es gibt zum Beispiel eine Übersetzung von Ernst Mach, Analyse der Empfindungen ins Singalesische, die ich leider nie gefunden habe. Aber es gibt diesen Bericht, dass es die gab. Und der Ernst Mach war ja bekanntlich ein Aufklärer und Freigeist. Und diese Übersetzung wurde verwendet als ein Propagandamaterial für buddhistische Fragen. Auch das wäre ein eigenes Thema. Auf jeden Fall heißt das, dass die buddhistischen Gelehrten zu einem guten Teil sich diese europäische Darstellung des Buddhismus auch angeeignet haben, als Selbstdarstellung. Gut, dieser Konflikt, und das könnte man jetzt noch länger diskutieren, aber dieser Konflikt mit der britischen Kolonialmacht führt vor allem, und das ist das, was uns jetzt interessiert, auch zu einer Modernisierung der Achtsamkeitspraxis. Die beginnt in Myanmar mit Ledi Sayadaw, wobei der Hintergrund der ist, dass bedingt durch die Umstände der Kolonialherrschaft die Laien jetzt viel mehr einbezogen werden. Erstens und zweitens die Meditationspraxis plötzlich ein neues Gewicht bekommt, weil speziell Ledi Sayadaw der Meinung ist, aber auch andere, dass nur in der Kombination von einerseits
Meditationspraxis, andererseits auch Kenntnis der Texttradition, der Buddhismus überleben kann und dass die Träger des Buddhismus de facto in dieser Situation auch Laien nicht nur sein würden, sondern bereits waren. Ein zweiter wichtiger Figur ist Anagarika Dhammapala in Sri Lanka, der zu dieser Modernisierung ebenfalls sehr viel beiträgt, der vielleicht weniger mit Achtsamkeitspraxis zu tun hat zunächst, aber auf jeden Fall mit dem Buddhismus als eine moderne Religion darstellt, die dem europäischen Christentum überlegen ist. Fußnote, er hat sehr stark die singhalesische Identität mit der buddhistischen verbunden, was bis heute tatsächlich zu ethnischen Spannungen und auch zu diesem langen Krieg in Sri Lanka geführt hat. Nicht unmittelbar, aber doch sehr deutlich. Gut, aber auch das sind Nebengleise. Wichtig sind an dieser Stelle zwei deutsche buddhistische Mönche, Nyana Tiloka und Nyana Ponika. Die beiden sind sehr früh nach Sri Lanka gekommen und haben beide, und das ist vor allem für Nyana Ponika wichtig, eine Ausbildung mitgebracht, in der sie die übliche empirische Psychologie, soweit man sie damals halt so als gebildeter Mensch rezipiert hat, mitgebracht haben. Und das hat vor allem bei Nyana Ponika in dem Buch Geistestraining durch Achtsamkeit dazu geführt, dass er erstens neue Metaphern eingeführt hat, aber auch über weite Strecken Beschreibungen von Prozessen gibt, die sich eigentlich an der Assoziationspsychologie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts orientieren. Und dadurch etwas macht, das müsste man dann im Detail noch besprechen, aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so wichtig hier in diesem Kontext. Aber Faktum ist, dadurch, dass er Aufmerksamkeit, so wie sie die empirische Psychologie darstellt, und Achtsamkeit so ineinander verschwimmen lässt, macht er, glaube ich, einen wesentlichen Schritt in Richtung einer Instrumentalisierung von Achtsamkeit. Nicht, dass er das beabsichtigt hätte, ganz im Gegenteil, sein Ziel war, Menschen Hilfe zu leisten in einer schwierigen Zeit. 1952 war der Kalte Krieg und die Atombedrohung in vollem Umfang bereits präsent. Was aber passiert ist, dass es jetzt einige neue Metaphern für Achtsamkeit gibt, die sich dann auswirken auf die Umwandlung in ein Curriculum zum Beispiel oder in etwas, in eine anwendungsorientierte Übung von Achtsamkeit. Das beginnt damit mit der Idee der Linse, die sich schon bei Ladyside auffindet. Der kannte einfach natürlich Leute, die mikroskopiert haben. Er kannte im Übrigen auch Filme. Das war am Ende des 19. Jahrhunderts in Myanmar keineswegs irgendwas Exotisches, sondern das brachten eben die englischen Kolonialbeamten mit. Nyana Ponika verwendet das Bild eines Forschers, der mikroskopiert, und eines Anatoms, der seziert. Was diese beiden Vergleiche unterscheidet, zum Beispiel von dem Chirurgen, ist, dass der Chirurg mit einer Sonde schaut, was in der Wunde ist, aber jemand, der mikroskopiert, muss zuerst einmal ein Präparat herstellen, also die Sache tot machen in irgendeiner Form. Und ein Anatom, der seziert, na, der hat sowieso schon eine Leiche. Ein anderes Bild, das John Kabat-Zinn bringt, ist der Steuermann auf hoher See. Ja, es wäre interessant, dem da noch weiter nachzugehen. Und es gibt dann in der Zwischenzeit auch eine ganze Reihe von Definitionen für Achtsamkeit, die deswegen notwendig sind, um wissenschaftliche Untersuchungen durchführen zu können, weil man braucht für eine wissenschaftliche Untersuchung den Spielregeln entsprechend eine Definition, damit man die einzelnen Parameter auch bestimmen kann. Und Sie kennen wahrscheinlich die meisten die Definition von Achtsamkeit von Kabat-Zinn, dass Achtsamkeit eine Awareness, eine Wahrnehmungs-, ein Präsenzsein ist, das dadurch entsteht, dass man absichtlich auf den gegenwärtigen Moment und nicht beurteilend darauf achtet, wie sich die Erfahrung
entfaltet. Das ist tatsächlich sehr weit entfernt von dem, wie man diese Bilder und Darstellungen in früheren Jahrhunderten gezeichnet hat. Ah, das war die falsche Richtung, bitte. Ah, so. Wieso komme ich da jetzt in die falsche Richtung? Das will ich nicht. Gut. Gut, das war eigentlich das Ziel meiner Absicht und jetzt bin ich auch schon fast am Ende von dem Vortrag. Das alles ermöglicht, dass man jetzt Achtsamkeit als ein Hilfsmittel nimmt für Menschen, die durch die Geschwindigkeit und die Anforderungen des normalen Bürotags einfach erschlagen werden, kurz gesagt. Man setzt sich dann irgendwo hin, blendet alles aus und kommt zur Ruhe. Das vermittelt zum Beispiel dieses Bild. Ob das jetzt wirklich Achtsamkeitspraxis auch genuin ist, ist ein anderes Thema, aber dieses Bild, finde ich, spricht auch für sich. Fakt, also insgesamt kann man sagen, es gibt neue Metaphern für Achtsamkeit und Anleihen aus der empirischen Psychologie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die dazu führen, dass Achtsamkeitsmeditation, die klassische Achtsamkeitsmeditation, anschlussfähig wird an die Anforderungen einer industriellen und postindustriellen Arbeitswelt, in der Aufmerksamkeit die absolut zentrale Qualifikation ist und auch eines der wesentlichen Momente der Ökonomie. Also man spricht ja tatsächlich von Aufmerksamkeitsökonomie, weil ohne unsere Wahrnehmung zum Beispiel, die uns abgeknöpft wird, ohne unsere Aufmerksamkeit, würde Werbung zum Beispiel gar nicht funktionieren. Natürlich ist das gleichzeitig auch ein persönliches Problem, weil sich wirklich die Frage stellt, wie kommt man zur Ruhe? Ist der Mindful oder Mindful? Ist das Ganze ein Chaos oder kann man einmal einigermaßen zur Ruhe kommen? Das ist eine hundertprozentig berechtigte Frage und ein wichtiges persönliches Anliegen. Nichtsdestotrotz muss man dann schon fragen, was wird denn eigentlich geübt, wenn man Achtsamkeit übt? Weil sich durch die Motivation und durch die Anforderungen, die der Kontext stellt, natürlich auch die Übung verändert. Sodass sich dann schon die Frage stellt, was übt man jetzt? Aufmerksamkeit oder Mindfulness oder Sati? Und mit welcher Motivation wird was geübt? Also es gibt eine Untersuchung zum Beispiel, die zeigt, dass Leute in Thailand und Leute in den USA, die Achtsamkeit üben, in vielen Punkten vollkommen verschiedene Vorstellungen haben von dem, was sie da eigentlich üben. Mit anderen Worten, es nützt und hilft, weil sonst würden die Menschen das nicht machen und nicht suchen. Die Frage ist nur, wohin geht die Reise. Und damit bin ich am Ende dieses kleinen Vortrags.